Hallo, schön, dass du da bist zur Fischelegung für den Oktober 2023. Wir schauen gleich rein und zwar mit dem Licht- und Schattentarot für dich in den kommenden Oktober. Du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen und zwar mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. So, wir schauen für dich auf Liebe, Partnerschaft, Beziehungen, Begegnungen, die sich für dich diesen Oktober zeigen möchten. Zu viele, aber ich glaube, es war ein Drei der Schwerter, ein Ass der Kelche dabei. König der Stäbe, aha, es dürfte jemand sein, der dich in der Vergangenheit schon mal verletzt war, wo die Gefühle aber sehr stark waren. Ja, sicher, ich meine, wer hat die Macht, einem am meisten zu verletzen? Natürlich die Menschen, die man liebt, ja. Und ich nehme hier jemanden wahr, der ist in deinem Leben oder schauen wir gleich weiter. Hier hat dich jemand in der Vergangenheit verletzt, ja, wo starke Gefühle auch in Verbindung waren. Treffen, auch als eine sehr schöne Zeit nehme ich wahr. Eine sehr schöne Zeit, jedoch hat dich diese Person bereits einmal verletzt. Ja, und hier haben wir schon fünfte Schwerter. Hier macht sich jemand Gedanken, also hier hat jemand einen Konflikt mit sich selbst irgendwie auszutragen. Ich glaube, jemand merkt hier, dass man etwas falsch gemacht hat. Ja, jemand merkt hier, dass das nicht so zielführend war, was man getan hat. Ja, vielleicht war man hier sehr stürmisch, sehr euphorisch, sehr schnell auch bei einer Sache. Ja, vielleicht hat man hier auch etwas überstürzt oder auch überstürzt etwas zu dir gesagt, zu jemandem gesagt, wo man sich jetzt ja ein bisschen Gedanken, Vorwürfe sogar darüber macht, was hier vorgefallen ist. Ja, es kann eine Streiterei gewesen sein, es kann aber auch ja eine Diskussion oder einfach man hat hier irgendetwas überstürzt, man hat vielleicht die Gefühle des anderen verletzt, man ist vielleicht über seine ihre Grenzen gegangen. Hier macht sich jemand starke Gedanken, ja, ob man vielleicht hier einen Fehler gemacht hat. Oh, fünf der Münzen. Hier fühlt sich jemand einsam. Oder vielleicht macht sich jemand Gedanken, dass man dich hier alleine gelassen hat bei einer Situation. Es könnte auch sein. Ja, ich nehme das hier wirklich nur für eine andere Person wahr. Bisher, entweder macht man sich Gedanken und Vorwürfe, dass man dich in irgendeiner Situation alleine gelassen hat. Ja, oder und nur auf sich selbst geachtet hat, auf seine eigenen Bedürfnisse. Ja, wird für die meisten so sein. Ansonsten ist es, man fühlt sich jetzt alleine und einsam. Bei den meisten ist es wirklich so, dass man hier begreift jetzt, dass man sich in einer vielleicht sehr wichtigen Phase oder sehr wichtigen Situation für dich alleine gelassen hat. Obwohl man dich hier eigentlich liebt, ja, und obwohl man mit dir hier eigentlich mehr sich vorstellen könnte, ja. Man könnte sich mit dir eine Verbindung, eine Beziehung vorstellen. Man hat hier echte und wahre Gefühle für dich. Es kann ja durchaus sein, dass vielleicht hast du hier jemanden dann verlassen aufgrund der Taten, aufgrund der Aktionen, die gesetzt wurden. Ja. Hier liebt dich jemand. Hier möchte die Verbindung wieder jemand aufbauen. Kann natürlich erst vor kurzem gewesen sein oder wirklich schon länger her, dass sich hier wieder jemand zeigt. Ja? Hier
Hier sehe ich, man möchte hier nochmal einen Neustart. Hoppala. Oh, der Stern hat sich hier gezeigt. Es wäre hier sein, ihr Traum. Hier wieder eine Verbindung zu schaffen. Ja, wie gesagt, sollte das nicht im Partnerschaftlichen sein, kann es natürlich auch im Familiären sein, im Freundschaftlichen, dass dich hier irgendjemand links liegen gelassen hat, bei einer sehr wichtigen Sache, die hier alleine gelassen hat. Und man möchte hier wieder Verbindung aufbauen, natürlich. Ja, ich nehme das hier wahr, bei den einen ist es ein Partner, ein Ex-Mann, Ex-Freund. Bei vielen ist es aber auch ein Freund oder ein Familienmitglied, wo man hier wirklich nur auf sich selbst geachtet hat und deine Gefühle hier ganz außer Acht gelassen wurden, dich hier ein bisschen ja, dich hier nicht mit einbezogen hat. Deine Wünsche, deine Bedürfnisse, du dich hier ein bisschen von dieser Person verlassen gefühlt hast, ja. So, 4 der Kelche. Das ist jetzt spannend. Ich glaube, du bist jetzt so in dem Modus, es wartet vielleicht was Besseres auf mich, ja. Vielleicht habe ich hier etwas Besseres verdient. Ich sehe dich hier sehr unzufrieden, ja, auf diese Situation zu schauen. Ja, du bist ja nicht zufrieden mit dem, was passiert ist. Und dass hier auch jemand wieder kommen möchte. Man sieht ja hier bei dieser Karte, das ist die erste Karte, die hier wirklich für dich steht. Also du blickst ja hier in die Vergangenheit und hier sind ja alle 3 Kelche leer. Also du dürftest dir sehr viel gegeben haben, aber hier ist nie was zurückgekommen, zum Beispiel auch. Ja. Und hier wird dir aber schon etwas Neues gereicht und das ist auf der anderen Seite, ja? Das ist hier auf der anderen Seite. Es könnte auch sein, dass dich hier jemand wieder zurück möchte und du eigentlich gerade dabei bist, hier wirklich abzuschließen. Ja, vielleicht ist zu viel vorgefallen. Ja, das erfüllt dich hier nicht mehr. Diese Verbindung erfüllt dich hier nicht mehr. Turmsturz. Ich glaube, plötzlich wird hier etwas Neues in dein Leben treten. Hier. Plötzlich wird hier etwas Neues in dein Leben treten. Du bist ja gerade so in einer Zwischenwelt, in einer Zwischenphase, wo du gerade am Überlegen bist, lasse ich diese Sache hier komplett los, lasse ich diesen Menschen hier komplett los. Ja. Und erwarte nichts mehr, halte nicht mehr daran fest. So nehme ich dich hier ein bisschen wahr und genau dann kommt diese Person wieder. Schauen wir. Ja, hier haben wir genau das, was dir gefehlt hat, glaube ich. Hier haben wir das faire Geben und Nehmen. 6 der Münzen kommt hier nach den 5 der Münzen. Also hier wurdest du alleine gelassen, da warst du der Einzige, die Einzige, die hier gegeben hat. Und niemand hat hier irgendwas zurückgegeben, sondern nur genommen, ja. Nur sich selbst in den Vordergrund gestellt, seine Bedürfnisse wichtiger genommen als deine. Und hier erwartet dich ein faires Miteinander, ein faires Geben und Nehmen. Ob das jetzt von dieser Person ist, lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ja, vielleicht kommt noch etwas raus. Aber plötzlich, ich sehe dich hier in einer Zwischenwelt, ja, du musst dich hier nur rüberdrehen und plötzlich wird alles da sein. Ja, plötzlich wird hier alles ausgeglichen. So, jetzt schauen wir mit dem Witches Tarot genauer rein. Was mit dem König der Stäbe? Ja, 4 der Stäbe zeigt immer Familie, Freundschaften, Partnerschaften an. Ich glaube, bei einer Person hat sogar jemanden auf der Hochzeit hier sitzen gelassen oder auf irgendeine Feierlichkeit, dass man hier stehen gelassen wurde, Veranstaltung, dass man hier wo sitzen gelassen wurde. Aber du bist mit dieser Person schon in einer Verbindung, ja? Also da ist schon was zwischen euch. Ja, wie gesagt, Freundschaft, Familie. Du wurdest hier enttäuscht.
Definitiv enttäuscht. 4 der Schwerter, 5 der Schwerter. Du bist in den Rückzug gegangen. Ich sehe hier, in den meisten Fällen bist du hier in den Rückzug gegangen. Und jetzt kommt hier jemand drauf, dass man vielleicht doch einen Fehler gemacht hat. Du hast dich aus einer Verbindung ein bisschen zurückgezogen, zurückgenommen. Hopsala. Ast der Kelch. Es wäre so schön gewesen. Es wäre hier so schön gewesen. Viel Gefühl, ich nehme hier viele Gefühle wahr bei dir, ja? Viel Wohlwollen auch für diese Person. Du hast hier sehr viel Gefühl reingesteckt in eine Verbindung. Viel Wohlwollen, viel Liebe, ja, reingesteckt hier in diese Verbindung. Und das ist ja dann auch das Schlimme natürlich, wenn es dann doch nicht so kommt, wie man erhofft hatte. So, der Magier, die 2 der Kelche. 5 der Stäbe. 5 der Stäbe ist auch immer ein Konkurrenzkampf und möchte hier um dich kämpfen. Sehe ich hier, nehme ich hier wahr. Jemand hat Angst, vielleicht weil du dich zurückgezogen hast oder zurückziehen wirst. Ja, das könnte natürlich auch für die Zukunft erst stehen. Für den Oktober natürlich. Du dich zurückziehen wirst. Kommt jemand wieder in die Gänge und möchte hier wieder um dich kämpfen, um eure Verbindung kämpfen. Gerade der König der Stäbe, der ist hier definitiv nach diesen 4 der Stäben, 5 der Stäben wieder bereit für die Verbindung zu kämpfen. Aber es hat bzw. wird hier eine Enttäuschung hier geben. 4 der Kirche. Ja, das hatte ich vielleicht früher. Das hat vielleicht früher funktioniert, ja, dass hier jemand um dich gekämpft hat, aber jetzt siehst du das eher als, ja, langweilig, kenne ich schon. Das kenne ich schon. Ich will jetzt mal Gefühle sehen, sehe ich bei dir. Also es ist zu wenig Gefühl zurückgekommen. Mhm. Ja, ich sehe hier zwei ganz unterschiedliche Typen. Ja, du bist eben hier Wasserzeichen, man sieht hier viel Gefühl bei dir. Und hier haben wir Stab, ja. Ganz klar Feuerzeichen, entweder Sternzeichen, Feuerzeichen oder Aszendent, ja, Löwe, Schütze, Widder oder vielleicht auch Mars, aber ich vermute eher Sternzeichen oder Aszendentzeichen hier. Ja, hier ist wieder dieser Eroberungsdrang, ja, diese Eroberung, man möchte das haben. Und du möchtest aber das Gefühl, ja, du vermisst hier ein bisschen das Gefühl bei der ganzen Sache, ja, was dir Lebensfreude hier schenkt, ja. Es ist zwar ganz nett, wenn man hier erobert wird, aber wenn das Gefühl dann langfristig fehlt, zwischenmenschlich, ist halt schwierig. So, Ass der Stäbe, ja, wieder Stab. Der Turmsturz, eine sehr plötzliche Chance, die sich dir hier bietet. Wir sehen das hier sehr, sehr schön, ja. Die kommt hier auf dich zu. Anfang Oktober wirst du hier vermutlich auf diese Sache schauen. Vielleicht auch eine Entscheidung treffen oder zumindest dich hier ein bisschen distanzieren. Ja, ich sehe hier, du bist hier nicht beeindruckt. Du bist hier nicht beeindruckt, wenn hier jemand wieder kommt, wieder mit dir wieder diese Verbindung herstellen möchte. Da bist du nicht beeindruckt. Dieses Hin und Her, da bist du nicht auch bereit dafür. Du bekommst hier eine neue Chance. Ja, Rat des Schicksals. Rat des Schicksals hier, Turmsturz. Du wirst dir eine sehr, sehr plötzliche neue Chance Ende Oktober hier erhalten. Und zwar im fairen Miteinander, im fairen Geben und Nehmen. Ja, du wirst ja auch zurückgehalten, was du gibst. Ja, nicht genau dasselbe, aber was für dich einen gleichen Wert hat. Was für dich einen gleichen Wert hat. Mhm. Sehr schön. Ob das mit dieser Person ist oder eine neue Person, wie auch immer, das schauen wir jetzt dann gleich in der weiterführenden Legung. Und zwar, wir schauen mit dem Rider-Waite-Karten genauer rein. Wer ist diese Person, beziehungsweise was passiert hier hinten? Wer kommt hier auf dich zu? Und was versucht diese Person hier mit dir nochmal
aufzubauen, anzufangen. Wie gesagt, wir schauen hier genau rein, besonders ja auch beim Turmsturz. Rat des Schicksals, wer oder was hier, welche Chance hier auf dich zukommt. Und natürlich ziehe ich auch noch eine Herz- bzw. eine Glückskarte für dich. Und ja, wie gesagt, in der weiterführenden Legung im Mitgliederbereich ab Stufe 2 VIP-Mitglied sind die weiterführenden Legungen für dich verfügbar. Und ansonsten schau dir natürlich gerne dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Alles, alles Liebe und einen ganz wundervollen Oktober wünsche ich dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.